Und damit herzlich willkommen zurück beim Polizeihubschrauber-Simulator auf der anderen Seite des Zaunes. Alter. Es ist einfach unglaublich. Ich habe gerade gedacht, okay, die haben den Zaun einfach hermetisch einmal drumherum geschlossen. Da kann man auf keinen Fall rauskommen. Die haben das schon ganz gut gemacht. Und dann habe ich das hier gefunden. Und bin da gerade irgendwie über den Zaun geflogen. Zum Glück habe ich das alles aufgenommen. Und jetzt ab in die Wildnis. ich weiß nicht genau, hier wurde irgendwas zusammengeklebt. Guck mal, so sehen die Bäume hier aus. Aha. Ich glaube, die Bäume sind nicht dafür gedacht, dass ich hier rumlaufe. Der Boden ist auch nicht dafür gedacht, dass ich hier rumlaufe. Oh, ist das ein Traum. Jetzt gucken wir uns alles an. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schokolade gegessen. Entschuldigung. Ich hoffe, ich sabbere nicht. Braucht eine kleine Stärkung zwischendurch. Alter. Also, man muss dazu sagen, ne? Die Bäume werden normalerweise nicht von Namen betrachtet. Ist auch immer derselbe Baum, glaube ich. Der gleiche Baum, selbe Baum. Deswegen, wenn die Textur nicht zu sehen ist, normalerweise sieht man die ja nur von oben aus dem Helikopter. Und da muss man natürlich gucken, was... Was? Warum steht da diese riesige Zahl da so drauf? Das verstehe ich auch nicht genau. So. Aha, also hier ist schon mal sehr schön, auch sehr detailliert alles. Ich mag, dass man unsere Hände sieht. Gut, gut, gut. Ja, sieht schon mal sehr schön aus. Kann ich auch eigentlich auch rein? Leider nicht, nee. Schade. Kann ich da mich vielleicht reinglitschen? Nein. Schade. Okay. Ich würde gerne, da hinten ist eine Stadt, da würde ich gerne hin. Ich würde mir die Stadt einfach mal gerne aus der Nähe angucken. Das ist ja der Grund, warum ich versucht habe, was ist da hinten? Ah, ist alles so interessant. Guck mal, hier ist eine Straße. Ja. Ach, schade. Ich dachte, der fährt jetzt über mich drüber. Wollten wir auch die Autos gerade mal aus der Nähe anschauen. Ja, also bis jetzt... Ungereimtheiten gibt es hier, soweit ich weiß, nicht. Ich wollte eigentlich vorschlagen, weil Viz Games normalerweise ja dafür bekannt ist, dass diese Spiele, diese Simulatoren-Spiele, ja auch immer ein bisschen selbstironisch machen. Also schon natürlich Simulatoren-Spiel, aber man ist halt schon mal ein bisschen Selbstironie dabei. Hat man, glaube ich... Ach, da hinten. Hat man, glaube ich, bei dem Flughafen-Feuerwehr-Simulator, wo einfach als Synchronsprecher Leute aus der Community genommen wurden. Das, wenn man es weiß, ist es schön, ja. Wenn man es nicht weiß, ist es skurril. kann man nur... Ist das ein Trailerpark? Ernsthaft, ist das ein Trailerpark? Okay. Oder ein Campingplatz. Ich weiß nicht genau. Warum sollte man denn neben der Stadt genau einen Campingplatz bauen? Arnsdorf. Oh, ich hasse Arnsdorf. Arnsdorf ist echt widerlich. Von allen Städten und Dörfern ist mir Arnsdorf echt zuwider. So, herzlich willkommen bei Mist Survival. Was ist denn... Erstes Mal fällt dem Auto am Rad unten eine Textur. Dem da drüben auch. Ist das gleiche Auto, ne? Und es ist wirklich sehr klein. Und ich kann durchgehen. Dieses Auto ist sehr, sehr klein. Ist ein Sportflitzer. Und die Fenster wurden abgeklebt. Extra. Kann ich hier überall durchgehen? Nee, hier kann ich komisch... Ich verstehe das nicht. Manchmal kann ich durchgehen, manchmal nicht. Hier kann ich wieder durchgehen, oder? Durch die sehr, sehr kleinen Autos. Okay. Hier ist noch ein anderes Auto, ich bin mir nicht sicher. Ein Pickup. Aber wie gesagt, die Texturen sind natürlich alle nur rudimentär. Weil wir das alles ja nur aus der Luft sehen, aus dem Polizeihubschrauber, den wir gerade nicht nutzen. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich wieder zurückkomme. So, das ist die Stadt. Und ganz ehrlich, wer möchte hier nicht wohnen? Das ist einfach, oh, das ist richtig traumhaft. Guck mal, die Gehwege. Oh, die Ampel. Die Ampel ist ja süß. Und die funktioniert sogar. Die ist ja süß. Oh. Da hinten ist ein Grafikfehler, guck mal. Ich weiß nicht genau, was da hinten ist. Wir können da mal hinlaufen. Aber erstmal wollte ich natürlich bei Arnsdorf gucken. Was ist denn hier los?
Guck mal, malerische Gässchen. Hier, das lädt einfach zum Bummeln ein. Und hier, die Fenster sind alle auf Schwanzhöhe, sodass jeder sein Gemächt hier reinhängen kann. Oh. Und in Arnsdorf spiegelt sich die Natur in den Fenstern. Das ist natürlich auch schön. Wo sind Menschen? Verschiedene. Und die gehen alle, die gehen alle irgendwie krumm. Ich weiß nicht, warum die alle so krumm gehen. Hey, da ist wieder der Chef. Morgen. Oh. Ich bin offenbar ein sehr kleiner Mensch. Oder die Frau ist sehr groß. Nein, sie sieht mich nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Ich bin echt sehr klein. Ich gehe den Leuten... Guck mal, ich gehe... Wenn ich gerade ausgucke, schaue ich hier. Ich gehe den Leuten nur bis zur Schulter. Ich bin ein sehr kleiner Mensch. Hallo? Ich gehe allen Menschen bis zur Schulter. Warum bin ich denn... Was ist denn mit ihm? Die sehen alle aus, als hätten... Oh Gott. Die sehen alle aus, als hätten die Arschbacken komplett zusammengekniffen. Und die latschen hier einfach random durch. Die Bäume durch, alles durch. Ich wollte... Oh, der Baum im Hintergrund ist auch... Das ist einfach ein Traum. Oh, ist das schön. Ha! Wie schnell das jetzt ging, sich nach draußen zu glitschen. Guck mal, die reflektieren so ein bisschen den Sonnenuntergang. Das finde ich ganz schön. Es gibt keinen Sonnenuntergang. Okay, gut. Finde ich trotzdem schön. So, das sind also die Städte. Ganz ehrlich, wer will hier nicht wohnen? Dass das hier ein Clipping hat, das wundert mich. Oh, warte. Hä? Da geht's nach Hogwarts. Was ist mit den Leuten? Warum ist der denn so aufgedunsen? Und warum sind die alle schief? Warum sind die alle Menschen schief? Was ist denn hier los? Es muss an Arnsdorf liegen. Der genetische... Oh ne, genetischer Abfall hört sich falsch an. Ich wollte Abfall im Sinne von Kurve sagen, aber genetischer Abfall hört sich dann doch ein bisschen zu streng an. Da ist der Sonnenuntergang, alles klar. So, hier ist wieder leer, okay. Guck mal, dieser eine... Wie das nur ein einziger Baum ist eigentlich. Ach, schön. Okay. Hier ansonsten, alles klar. Wieso sind denn... Ich bin schon klein, ne? Ich gehe den Leuten nur bis zur Schulter überall. Aber die Türen, guck mal. Hier wohnen die Hobbits, Mann. Arnsdorf ist Hobbingen. Warum? Und die Autos sind ja auch so klein. Die Menschen, die hier wohnen, die kommen doch gar nicht nach Hause. Hier geht's einigermaßen. Okay. Das hier ist auch schön. Weißt du, wenn du hier wohnst, ne, so mit kleinen Kindern und sowas. Und erstmal, offenbar haben hier alle genormte Fenster. Bin mir nicht ganz sicher. Copy and Paste, ihr Architekturbüro. Ne, du wohnst hier mit Kindern und so, hier in diesem Mietshaus, ist ja ein bisschen günstiger. Und die gehen zur Schule und kaum kommen die aus der Tür, sind die schon auf der Straße. Die kommen hier raus, es ist so, ja, heute Schultag. Das ist gut. Aber hat auch den Vorteil, es sind immer Wohnungen frei. Oder halt nicht allzu lange besetzt. Okay, das ist Arnsdorf, ich glaube eine andere Stadt werde ich nicht finden, oder? Wenn ich jetzt hier einfach mal, ich wollte zum Grafikfehler laufen. Ich wollte mal gucken, wo der ist. Leider wird es jetzt ein bisschen dunkel. Und ich habe während meiner Schicht... Gut, ich habe wieder Auffälligkeiten entdeckt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe wieder... Was ist denn? Was macht denn Tobi im Game? Es ist Fitness-Tobi. Hä? Okay. Und sie ist übertrieben aufgedonnert für den Rest... Für den... Boah. Die hat mehr Schultern als dein Vater. Kantenfrau. So. Ob ich einen Grafikfehler nochmal finde? So, mal gucken. Die Musik ist so spannend die ganze Zeit. Hört sich an, als würde ich bei Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Oh Gott, ich kann heute nicht reden. Aber es liegt einfach daran... Ich stelle gerade...
meinen Biorhythmus um. Und hab vorletzte Nacht durchgemacht und jetzt bin ich gerade, es ist jetzt irgendwie, glaube ich, 10 Uhr morgens oder so und normalerweise gehe ich jetzt schlafen. So, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, Körper weiß nicht so richtig, was ist denn da gerade am Happenen? Und dann spielst du noch den Polizeihubschrauber-Simulator und da weiß der Körper halt gar nicht mehr, was los ist. Das ist das Problem. Leute nehmen LSD, ich spiele den Polizeihubschrauber-Simulator. Hat einen ähnlichen Effekt, wenn man das jahrelang macht. Irgendwann sitzt man nur noch sabbernd in der Gegend rum. Warum sind das Rauchsäulen über den Bäumen? Siehst du die Rauchsäulen da hinten? Die vier? Ist gerade ein bisschen dunkel hier im Spiel, deswegen sieht man es vielleicht nicht so gut. Da sind vier Rauchsäulen im Spiel, die über allem anderen liegen. Warum? Volumen. Was für ein Flitzer. Da fährt mal Fuji mit seinem neuen BMW. So. Ich weiß nicht, wo der Grafikfehler war. Ich gehe mal zu den Rauchsäulen. Das wird doch irgendwas bedeuten, oder? Nein! Nein, ich kann nicht weiter rumlaufen! Manno! Ach ja, Ladebildschirm. Puh. Also ich hoffe, mir ist niemand böse. Aber kann es sein, dass der Ladebildschirm das hochwertigste am Spiel ist? Der ist echt hochwertig produziert. Da muss man einfach sagen. Hallo zusammen. Ja. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Cool. Auf einen Einsatzbefehl, okay. Den ich dann ignoriere. Das Problem ist, wenn wir uns vom Gelände glitschen, dann kommen wir auch nicht wieder drauf. Also wenn man einmal raus ist, kommt man nicht wieder zurück, glaube ich. Achso, nein, 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 nein. Ah, wenn ich die Grafik runterstelle, sieht das hier scheiße aus. Okay, Vorfeld, hier lang. Was haben wir da? WC. Kann ich... Ah, zum Glück nicht abgeschlossen. Okay. Man entdeckt jeden Tag was Neues hier. Boah, ist das... Alter, schon ein bisschen shabby hier, das WC, oder? Ich komme auch nicht rein. Hilfe? Ah. Diese Details. So. Gut. Kann ich hier auch... Nee. Viel zu sauber. Ganz ehrlich, da unten wäre schon längst ganz... Boah, da unten wäre schon längst so ein Tigermuster, so braun und gelb. Aber da passiert doch nichts. Amazing Hand Dryer Tech. Das ist richtig amazing. Was denn hier? Vesuvius, Alter, das Ding sieht aus von 1950. Na gut, ist halt Polizeidienststelle, ne? So, Frauen-WC. Moin! Hier kommt der Buseninspektor. Leitstelle an Pirol 240. Ich... Pirol 240 hört. Aufgrund besonderer Umstände sollen wir einspringen und einen Abgeordneten befördern. Er soll am Industriekomplex der Firma Niedermeyer abgeholt werden. Den Zielort geben wir euch durch, sobald ihr ihn dort aufgenommen habt. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Pirol 240 ist das gleiche Charaktermodell da unten beim Gespräch. Nur mit dem Helm auf und ein bisschen gedreht. Mann, Leute, was ist denn da los? So, alles klar. Pirol, ein Abgeordneter. Ich hab den nicht gewählt. Na los. Hey, da sind die Rauchsäulen, glaube ich. Und der Abgeordnete ist zufällig gerade bei der Fabrikanlage. Da hat er sich doch sein Schmiergeld abgeholt. 100 Pro. Oh, 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 oh.
Die vertrauen mir jetzt schon Abgeordneten an? Die wissen nicht, was sie tun. Moin! Die Musik, Alter! Die Abgeordnete! Diese Musik! Ich will keinen Fehler machen. Ich will es hinkriegen. Abgeordnete rasieren. Oh ja. Pirol 240 an Leitstelle. Wir haben den Abgeordneten aufgenommen. Pirol 240. Bringt euren Gast jetzt bitte auf direktem Weg zum Flughafen. Pirol 240 an Leitstelle. Wir haben verstanden und melden uns, sobald wir am Zielort sind. Alles klar. Pirogge 240 macht sich auf den Weg. Alles klar. Let's go, Abgeordneter. Der ist bestimmt eilig. Ich hau mir meinen Turbo-Boost rein. Wir können auch zu Fuß gehen. Die Landschaft ist sehr detailliert. So, krass. Boah, jetzt. Boah, das ist jetzt halt richtig Hollywood-Action auch, ne? Wo man meinen Kopf juckt. Oh, schnell! Abgeordnete Chan, schnell, halt dich fest! Und da drüben kommt noch ein Berg! Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen? Oh. Oh, das ist wirklich ein Berg. Diese Musik, warum? Warum? Hä? Hier passiert nichts. Wir fliegen ganz schnarchend den Abgeordneten weg. Und die Musik tut so, als würden hier gerade, weiß ich nicht. Es ist wirklich stirb langsam. Okay. Wo ist denn das Landefeld? Unter mir? Oh ja, unter mir. Habe ich gesehen, natürlich. Oh. Das ist das falsche Landefeld, ne? Ah, ich muss da. Achso, ich zeig das gerade auf dem Monitor. Da hinten steht das Auto. Ich dachte gerade, und hier unten blinkt es ja auch, unten rechts auf dem Radar. Habe ich natürlich nicht gesehen. Das haben wir alles richtig gemacht. Und dann sowas. Kommt mal hier rüber, Jungs. Ich bin hier gelandet. Die bewegen ihren Arsch nicht, weißt du? Dafür werden die nicht bezahlt. Ich hole uns kurz was bei Mackes. Ich bin sofort wieder da. Warte. Die Musik kennt aber, ganz ehrlich, die Musik kennt keine Grenzen. Noch wusste der Abgeordnete nicht, dass der Helikopter in 2 Sekunden explodieren würde. Moin!
Pirol 240 an Leitstelle. Wir hören Sie, Pirol 240. Wir haben den Abgeordneten soeben abgesetzt. Wir haben verstanden, Pirol 240. Dann kommt jetzt bitte zum Staffelgelände zurück. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Roger! Jetzt keine Albernheiten. Sonst gibt es Abzüge in der B-Note. 150 Score, geil. Oh Gott. So. Ich wollte auch mal die andere Sicht machen hier. Guck mal. Das ist so ein Träumchen. Lalala, 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 lalala. Warum spielt ihr keine Skyrim-Musik? Problem ist, man sieht den Berg gar nicht, wenn man so fliegt, ne? Also ich kann nicht nach vorne gucken gerade. Weil ich baue mir die ganze Zeit so runter. Über diese unglaublich wunderschönen Bergtextur mit den unglaublich wunderschönen Bäumen. Das ist einfach... Ach, so viel Liebe. So. Unsere erste Mission haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ist schon ganz geil. Man glaubt gar nicht, was wir heute in der Folge alles gesehen und gemacht haben. Bin ich vorbeigeflogen gerade. Ne, da ist doch erst. Weil es auf dem Radar verschwunden ist. Hat mich gewundert gerade. So. Pirol 240 an Leitstelle. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Hier kann ich irgendwo landen, ne? Hier ist egal. Das war zu hart. Darf man nur ganz sanft machen. So. Ganz sanft. So. Schönes Detail finde ich das manchmal im Bürogebäude da hinten, dass da auch Leute rumliefen gerade. Ist das die Ränderweite? Guck mal, da läuft jetzt gerade jemand. Ist das die Ränderweite oder ist das nachträglich eingeführt? Das ist 100 pro die Ränderweite. So, ich glaube deswegen ruckelt es nämlich auf höchsten Einstellungen auf diesem Rechner hier, weil die Texturen da hinten trotzdem noch die höchste Auflösung haben, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. So, darf ich auch mal aussteigen? Oh. Gibt es die Schnellstart eigentlich auch ein Schnellende hier? Schnelllandung? La 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 la. Hallo Katze. La la. Nachbarskatze schleicht hier schon wieder rum. So. Aussteigen. Na, das war ja ein spannender Tag. Moderne Gebäude. Alter. Mut zur Hässlichkeit. Alter, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum? Ich meine nicht er, ich meine die da draußen. Warum? Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Auf dem Flughafen kam es zu einem schweren Unfall, wodurch ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Nein! Die Person muss schnellstens ins Krankenhaus. Begebt euch sofort dorthin und nehmt die verletzte Person auf. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Heftig. Also da kann man nicht spaßen. Ich dachte, jetzt ist vorbei.
Ich mache mich sofort auf den Weg. Helikopter 110 antwortet nicht. Wir fliegen. Wir fliegen. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Menschen retten ist, was ich will. Die Grafik spielt aber keine Rolle, wenn es um Menschenleben geht. Oder Gameplay. Oder irgendwas anderes. Es geht um Menschenleben. Das ist bestimmt der Abgeordnete, der wurde bei der Landung mit dem Helikopter schwer verletzt. Ich versuch's ein bisschen spannender zu halten, nämlich tiefer fliegen. Dann sieht's ein bisschen epischer aus. Oh, warte. Kratzi, kratzi. Wahrscheinlich mal wieder nach. Okay, wo soll ich landen? Auf diesmal auf dem zweiten. Oh, da muss ich mich auch noch mal drehen. Den will ich sehen, da unten. Warum hat er die Sirene an? Warum hat er die, der steht da nur. Warum hat er die Sirene an? Und warum gleite ich nach links? Hä? Hallo? Okay. Das geile Geräusch. Wir haben die verletzte Person jetzt aufgenommen und machen uns auf den Weg zum... Krasse Animation auch. Wir haben verstanden, wir holen wohin. Das Personal am Krankenhaus erwartet euch bereits am Landeplatz. Tirols Hof 4-0 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Weniger quatschen, mehr auf den Weg machen. Let's go. Ciao! Krasse Action-Szene. Das ist schon richtig. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr euch gerade in den Sitz krallt einfach. Man fiebert einfach so dermaßen mit gerade. Also ich fliege hier auch von dem Rechner, ich fliege hier von links nach rechts gerade. Ich bin einfach nur ein Ballon aus Adrenalin und Schweiß. Kaltem Angstschweiß. Weil ich echt wissen will, ob der Patient das überlebt. Ich habe jetzt auch eine emotionale Bindung mit dem Patienten aufgebaut. Ihr habt ja gesehen, diese großen Augen, dieser flehentliche Blick. Und eigentlich will er nur seine Familie retten. Und ein Waisenhaus. Warum ging es ihm denn nur? Ich glaube, die größte Kohle ist in die Lizenzierung der Musik gegangen, oder? So. Durch die City. Durch die City bei Nacht. Wo ist das Krankenhaus? Hier. Feuerbremsung. Oh! Da. Auf, ich würde sagen auf B1, ne? Bisschen schwieriger, weil daneben sind große Häuser. Stehe ich auf dem Ding? Weil ohne Schatten sehe ich das gerade nicht. Sehr gut. Wieder ein Menschen gerettet. Oh. Tirol 240 an Leitstelle. Wir hören Sie, Tirol 240. Wir haben die verletzte Person an das Krankenpersonal übergeben.
Wir haben verstanden, Pirol 240. Dann kommt jetzt bitte zum Staffelgelände zurück. Ich muss mal tanken. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Diese beiden Bilder einfach, dass das immer der gleiche Typ ist. Ich komme darauf voll nicht klar. Vielleicht ist es auch einfach unwichtig, ich weiß es nicht. Oh, let's go. Oh, die Bäume. Guck mal, wie schön die Bäume jetzt aussehen. Mit diesem Alpha-Rand drumherum. Oh, ein silbriger Schein im Mondenlicht. La, la, la. So, tanken wäre schön. Ob wir das noch erleben? Ich weiß es nicht. So. Aber ich finde, wir haben eigentlich alles aus dem Spiel rausgeholt. Ja. Wow. Pineview Drive muss übrigens noch spielen, ne? Ist eigentlich Pflichtprogramm. Was ist denn hier unsere Leitstelle? Ach, die wird überdeckt vom Benzinsymbol gerade. Wir sollten tanken. Tirol 240 an Leitstelle. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Ich sehe nichts. Willst du mich verarschen? Der ist gerade einfach runtergesegelt. Ich habe auf W gedrückt nach oben, der ist runtergesegelt. Willst du mich verarschen? Das war die ganze Zeit kein Problem und jetzt segelt er einfach runter. Zu großen Schaden, das sind meine 300 Punkte. Das sind meine 300 Punkte, Mann. Arschlochspiel.